So, und hier stehen wir jetzt im 760 DR, den EB gibt es nicht, oder den ER. Und Claudi, wir stellen den vor, aber dann machen wir ein separates Video. Ja. Unser Rundgang machen wir jetzt weiter. Alles schön. Und für die Wohnwagenvorstellung kommt ein separates Video raus. Okay? Ja, selbstverständlich. Also, wenn die Ussi einverstanden ist, machen wir so. Und Claudi, ich glaube, er wird dir gefallen. Okay. Also, wir sind ja beauftragt worden, hier den Detlefs vorzustellen, und das ist ein Wohnwagen. Und jetzt haben wir hier die Frau Lindstedt, genau, von der Firma Detlefs. Ja. Und die hat uns das erklärt, dass das kein Wohnmobil, sondern ein Wohnwagen ist. Aber wir stellen natürlich auch keine Wohnwagen her. Es geht ja um Karawanen. Ich kann jetzt sagen, dass der Wohnwagen, der eigentlich gewünscht wurde, hier nicht steht. Ja, gewünscht wurde der 760 ER von Detlefs, und hier steht nur der DR. Genau. Und die Frau Lindstedt, Sie sagen vielleicht mal, was der Unterschied ist zwischen den ER und den DR. Ja, also der DR hat ein Queensbett. Sie sehen es in der Mitte zum Beispiel, das Bett. Wir gehen ja nochmal rein, dann sehen Sie das Bett hier in der Mitte. Und der Unterschied zu ER ist, dass ER Einzelbetten hat. Mhm. Ja, und die sind von den Seiten praktisch. Beide Seiten, man kann auch in der Mitte schließen. Dann die Einzelbetten, dann hat man ein großes Bett, ja, wenn man das möchte. Dusche, Toilette, Rundsitzgruppe, auch die Küche ist alles gleich. Okay. Der große Unterschied sind ja die Betten. Wir können ja reingehen. Dann schauen wir mal rein, ja. Wenn die so sehen, zulässiges Gesamtgewicht hat der 2200 Kilo. Mhm. Und Sie haben hier eine Aufleistung auf 2800, also 2,8 Tonnen. Man kann auf 2,5 gehen, wie man es braucht. Dementsprechend ändert sich die Zuladung. Ja. Hier haben Sie eine Zuladung von 240 Kilo. Wenn Sie aber jetzt einen Mover anbringen und eine Markise, dann haben Sie ja schon fast 100 Kilo. Da muss man bedenken, was man noch anbauen möchte und was man dann eben mitnimmt. Ja. Aber auf eine Aufleistung auf 2,5 Tonnen macht immer Sinn. Runter kann man immer, und man kann auch dann auch immer ablasten, das ist auch möglich, ja. Oder eben auf 2,5 Tonnen, aber 2,8 ist schon das Maximalste, was es überhaupt möglich ist. So, wenn man da sowas sich hinten hinhängen will, haben wir es sehr komfortabel mit Rundsitzgruppe. Ja. Und da haben wir das Queensbett, und bei einer Länge von 9,60 Meter. 9,42 Meter ist die Gesamtlänge. 9,42 Meter, ja. Also so lange ist nicht mal unser Wohnmobil. Ja. 8,05 Meter, ne? Ja. So, hier sehen Sie die Besonderheit bei diesem Wohnmobil, bei diesem Wohnwagen, dass man die Türen schließen kann. Und zwar haben Sie dann dahinter das Schlafzimmer für sich, kann man sich hier aufhalten. Jetzt mache ich mal zu, nicht erschrecken, mache ich die Tür zu. So, und dann haben Sie ein großes Raumbad. Wenn jemand im Bad ist, kann man trotzdem im Wohnzimmer und Schlafzimmer, sage ich mal, sich befinden, wie eine Wohnung. Sie können es ja selber nochmal testen, probieren. Machen wir. Genau, das machen wir. Wir machen auch ein paar Schränke auf, damit wir das unseren Zuschauer zeigen kann. Jawohl, super. Das ist ein schöner, großer wie breit ist der? 2,50 Meter breit ist der Wohnwagen. Ah ja, ja. Das merkt man, dass der ganz schön breit ist. Ja. Gell? Also, so, dann haben Sie hier ein Gefrierfach. Also so eine Kühl-Gefrier-Kombination. Und oben was Backofen. Noch schön ist, ist ein Backofen. Ja, ja, genau. Hier sehen Sie, für mich kleiner ist das nicht so gut, aber die meisten sind ganz ja. Ja, und man benutzt den Backofen ja nicht ununterbrochen. Genau. Hier haben Sie die Heizung, Aldes No. Das ist Warmwasserheizung, also mit für Winter natürlich sehr, sehr gut geeignet. Ja, ja. Wir haben Fußbodenerwärmung und eine Wasserheizung. In dem Sinne, Warmwasser für Fußboden wird mit Warmwasser geheizt und außerdem der Wohnwagen. Es ist eine wohlfühlende Wärme wie zu Hause. Sie merken gar nicht. Ist die serienmäßig, die alte Warmwasserheizung? Nein, die muss man extra bestellen. Die ist auch preis. Ja, kostet ca. 3.500 Euro, wenn man das zusätzlich mitnimmt. Jawohl. Ja, ja. Dann gibt es also Autark-Pakete, wo man auch autark stehen bleiben kann. Das heißt, ein, zwei Tage extra ohne Strom. Mit Solaranlage. Mit Solar kann man dann wahrscheinlich auch aufrichten. Ja, dann mit einer Batterie, also Ladegerät, Batterie, kann man das auch machen, elektrisch. Die Küche? Ja, die Küche ist auch eine Besonderheit. Sie haben die anderen Wohnwagen nicht. Also hier
zum Beispiel ein Vierflammengasherd. Vier Flammen. Ah. Sonst haben wir immer drei. Aha, ja. Das ist ein Tredford. Ja. Also, genau. Und der ist auch das ist serienmäßig dann ist alles. Ist jetzt hier bei diesem großen, ja, ja, bei dem 760er. Und ob das jetzt ER ist, DR oder FR, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ja. Und hier haben sie das Spülbecken, ja, dann sind die Schränke zum... Ja. Wow, aber, also ich muss sagen, nicht schön. Sehr gut angebracht, alles auch einfach, die ganzen Knöpfe zu machen. Das ist auch ganz toll. Ja, das ist praktisch für Flaschenhersteller, Essigöle. Genau, zieht auch ein, Sie sehen große Schubladen, ja, der Rest zieht es von alleine ein. Ja, und da macht er die große der Schublade nichts aus, weil man hier genügend Platz zum Stehen hat. Ja, das ist wirklich so. Mhm. Ja. Man hat Platz genug. Eine Karawane ist halt doch deutlich geräumiger als ein Wohnmobil. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die schöne große Wohnsitzgruppe, hier ist auch echt Leder. Ja. Gibt es auch anders. Also das hängt immer vom Preis ab, was man gerne ausgeben möchte. Das wie ist man da, sich wohlfühlt. Wo ist der Einstiegspreis bei dem Modell? Der kostet, warten Sie mal, also so ganz... ohne was, nackig sag ich, 35.399. Und wie er hier steht? Der kostet jetzt 48.484. Oh, okay. Das ist wie gesagt die alte Heizung dabei, Winterpaket, die Snow-Heizung ist das. Es ist gleichzeitig, sind die Seitenwände auch extra abisoliert, ja. Wasserleitung, die Abwasser- und Wasserleitung ist isoliert, auch wegen der Kälte, damit nicht einfriert. Also ist ja winterfest, ja. Ist ja winterfest, ja, winterfest, auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal ins Bad noch, würde ich sagen, und den Schlafbereich. Ja. Schauen Sie. Dann haben wir jetzt den Schlafbereich. Natürlich schön großzügig. Ja. Mit jede Menge Fächer hinten. Wirklich. Was auch schön ist, dass die Betten auch besonders lang sind. Ja? Es gibt viele große Menschen, sie sind ja auch so groß, sie brauchen auch ein längeres Bett. Ja, es gibt Betten, wo man unter 1,90 hat. Ja? Aber wenn man größer und dann schauen wir da rein. Mit Dachluke. Ich denke auch, ich finde das sicher auch. Toilette. Kein Streit mehr, wenn ich das Bett bin. Wunderschön. Ja, das Bett ist 1,55 mal 2,5. Oh, das ist sehr groß. Groß. Ja. Das ist sehr groß. Ja. Und die Dusche ist auch sehr schön, ja. Ja. Das ist jetzt ein kleiner Schrank. Und da geht es nochmal weiter. Ja, Wäscheschrank. Jetzt nochmal, wenn Sie die Tür dann aufmachen, sehen Sie ja. Damals Bad. Ja. Und da haben wir ja auch noch Schränke. Hier. Also der Stauraum ist genügend vorhanden. Ja. Tolle Sache. Also kann man gut Urlaub drin verbringen, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt viele, viele Menschen, die diesen Wohnwagen direkt als Wohnung nutzen. Sie kennen ja die Schausteller zum Beispiel. Ja. Ich habe früher sehr viel an Schausteller verkauft und hauptsächlich den DR mit dem Queensbett oder der FR mit dem Seitenbett. Später kam der Einzelbettwagen dazu. Aber heute kann jeder kaufen. Also man durfte damals auch, nur bei Schaustellern hat man eine Besonderheit, Abwasserleitung, Wasserleitung und Direktanschluss. Das muss isoliert sein. Ja. Kanalisation. Aha. Das ist ein anderes mit einer Toilette, eine andere und so weiter. Aber das ist ein ganz normaler für alle. Man kann auch eine Klimaanlage einbauen zum Beispiel. Ja. Und wenn man wünscht, dann wäre es hier angebracht oder hier nebenan. Hier über dem Tisch. Klar, Sonderwünsche. Ja. Ich denke, nach oben sind keine Wünsche offen. Ja. Das dann ist dann individuell, wie das richtig, jeder möchte. Richtig, ja. Das ist ganz klar. Oder wenn man einen Mover möchte, ja. Ja, mit den vier Motoren. Ah, wo ist denn hier der Fernseher untergebracht? Der wird, also hier bei dem ist es so, dass man den wirklich hier hinstellen kann. Meistens hat man hier einen größeren bei dem. Man kann aber auch direkt hier an die Wand anbringen. Und im Schlafzimmer gibt es auch noch mal eine Möglichkeit. Dann hat man, man kann auch eine Twin-Anlage einbauen. Das wäre dann für beide Räume. Ja. Jeder hätte einen Fernseher. Ja, also den, wir bedanken uns erstmal bei der Frau Lindstedt für die Vorstellung von dem Caravan. Claudi, ein schönes Fahrzeug, qualitativ gut verarbeitet, wie man sie auch von Detlefs erwartet. Richtig. Ja, und
Dann wünsche mir auch gutes Gelingen, wenn du dir den kaufen willst, ja? Ja. Ja, wenn Sie den kaufen möchten, sehr gerne. Sie können sich an jeden wenden, auch an alle Händler, je nachdem, wo man sich befindet. Ja, klar. Und wenn Sie an mich Fragen haben, jederzeit gern bereit. Das sage ich früher mal wie ein Jungpionier. Ne? Ja, okay, alles klar. Vielen Dank. Sag mal, schau mal die Schränke. Achso, soll ich dir das jetzt extra? Na klar. So, da hinten sind ein Haufen Ablagefächer. Ja. Oh, hoppla. Und da haben wir die Schränke. Ah, ja, das sind die Schränke. Prima. Auch nicht übel. Ja. Mhm. Kleiderhake. Mhm. Schön. Und es ist ein sehr großes Bett. Ja. Ganz toll. So. Mhm. Und auch noch einen Blick reinwerfen. Oh, die Dusche ist groß, würde ich ja sagen. Was mir gefällt, ist die tiefe Wanne. Ja. Ja. Mhm. Da kann das Wasser nicht so leicht rauslaufen, falls es doch mal ein Problem gibt. Aha, okay. Aber. Aber wir hatten da noch nie Probleme. Ja, das ist eine gute Lösung, das ja, fürs Handtuch. Ja. Aha. Und der Wette will ich noch schnell gucken. Du hast es ja schon gefilmt, gell? Ja. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Wow. Ja. Man merkt einfach den Unterschied. 2,50 Meter ist halt doch eine andere Breite, ne? Ja. Und 9,60 Meter ist eine andere Länge. Ja, aber der Wagen ist wirklich wunderschön. Na also, aber wir steigen nicht um. Nein, wir wollen ja flexibel sein. Das ist ja, man muss sich einfach entscheiden. Gehe ich mit dem Wohnwagen, stehe ich wahrscheinlich längere Zeit an einem Ort. Wir wollen flexibel sein, also und immer mit dem Gespann ist das, glaube ich, etwas noch komplizierter als wie mit dem Wohnmobil. Ja, ja. Aber sehr schön. Der Ossi wird immer schnell langweilig, deswegen müssen wir weiterfahren. Gott sei Dank wird Ihr Mann nicht langweilig, deswegen sind wir schon länger verheiratet. Ne? Genau so ist es. So ist man es auch lieber, ja. Ja. So, also der Detlefs, das ist ein Doppelachser. Und natürlich schon ein ordentliches Gefährt. Mehr kommt man jetzt leider nicht hin, weil er zugebaut ist. Aber hinten eine schöne Panoramascheibe mit der Rundsitzgruppe. Das ist schon die Rundsitzgruppe. Bestimmt toll. Ja.